Moin, moin, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Deep Talks in Form einer Live-Aufzeichnung. Wir sind mittlerweile bei Deep Talk Nummer 8. Ich bin Florian und darf heute wieder die Moderation übernehmen und dazu gleich noch ein bisschen mehr. Zunächst freue ich mich über die Teilnehmer und darüber, dass Malte sich immer wieder dem Live-Publikum stellt, Malte und seine Kollegen. Wir zeichnen heute auf, das heißt, für alle ist das auch nochmal nachvollziehbar im späteren Streaming. Malte wird heute über Argo City sprechen, brandaktuelles Werkzeug, das sich auch in den Plot unseres Deep Talks ganz gut einfügt. Wir werden kennenlernen, was das überhaupt ist, warum es so hohes Interesse hervorruft und natürlich, wie man es nutzt und was das alles mit dem Begriff GitOps zu tun hat. Jetzt ganz kurz zur Organisation. Wir nutzen heute das erste Mal GoToMeeting für unseren Deep Talk. Tim ist hier der Mann an der Technik im Hintergrund. Daher hoffen wir, dass alle Einstellungen entsprechend gut vorgenommen wurden. Ihr solltet alle das Live-Bild sehen können und eben gleich Maltes Screensharing verfolgen können. Wir werden die Mikrofone während des Talks schließen. Zwischenfragen können aber hier im GoToMeeting im Chat gestellt werden oder auch Sorgen, Nöte. Ich höre nicht richtig oder Malte spricht lauter oder langsamer. Wenn die Fragen in den Kontext gut reinpassen, dann werde ich die durchlassen und werden wir sie sozusagen direkt im Talk beantworten. Ansonsten haben wir aber die Gelegenheit, am Ende des Deep Talks nochmal alle Mikrofone zu öffnen und dann eben entsprechend Fragen zu diskutieren. Alles klar, dann wünsche ich jetzt viel Spaß beim Deep Talk Nummer 8 und übergebe an Malte. Hallo, guten Tag. Das ist mein Gesicht zur Stimme und ich tausche gleich das Gesicht aus gegen Folien beziehungsweise meinen Bildschirm. Ich mache das ein bisschen wegen des Uploads, der bei mir manchmal etwas schwächer daherkommt. Also, Kamera ist aus. Ihr könnt den Bildschirm sehen, hoffentlich. Florian, kannst du mir kurz Feedback geben? Da ist was, ne? Ich kann dich sehen und also deinen Bildschirm sehen und auch gut verstehen. Hervorragend. Sehr schön. Ja, herzlich willkommen zu Deep Talk Nummer 8. Heute ist das Thema Argo CD in Aktion und ich bin mal wieder Malte Groth. So, und jetzt wollen wir mal auf die nächste Folie gucken und da ist die Agenda und die kommt folgendermaßen daher. Wir werden eine kleine Zusammenfassung machen, also wir werden gucken, was in der Vergangenheit passiert ist. Wir werden auf Allgemeines zum Thema Argo CD eingehen. Ich werde auf das Setup von Argo CD eingehen und die Basics mal vorstellen. Dann habe ich zwei Szenarien im Gepäck und am Ende gibt es eine Zusammenfassung. So, was ist bisher passiert? Wir haben, das ist jetzt Deep Talk Nummer 8 und wir haben bisher in den vorherigen 7 Deep Talks einiges thematisiert. Zum Beispiel haben wir über Minikube geredet, Deployments, ja, wie man von Applikationen zum Kubernetes-Deployment kommt. Wir haben Config Maps, Secrets, Persistenzen Kubernetes thematisiert und wir haben eine kleine Serie gestartet zum Thema Kafka. Und zwar haben wir dort schon mal behandelt die Grundlagen zu Apache Kafka und dann, wie man Apache Kafka in einen Kubernetes-Cluster einbringt. So, in der Weihnachtspause des letzten Jahres gab es noch den Deep Talk Weihnachtskalender. Wöchentlich ein kleiner Clip zum Thema Kubernetes oder Anwendungen, die wir programmiert haben. Das wird es vielleicht dieses Jahr auch geben. Wir gucken mal. Gut, das ganze Material, was wir so angesammelt haben mit der Zeit, das findet ihr hier. Also wir haben eine Website, auf dem so ein bisschen Material zum Deep Talk zu finden ist. Wir haben eine YouTube-Playlist. Wir haben ein GitHub-Repo, wo auch zum Beispiel diese Folien und diese Links zu finden sind im Nachgang. Und wir haben die entsprechende Meetup-Gruppe, über die ihr auch jetzt gerade teilnehmen solltet oder ist wahrscheinlich, dass es so ist. Ja. Ja, und dann sind wir schon beim Allgemeinen. Also hier so ein bisschen Allgemeines zum Thema Argo CD. Also was ist Argo CD? Argo CD ist ja ein Continuous Delivery Tool für Kubernetes und zwar welches die ja, Aspekte deklarativ und GitOps betont. Und ja, was bedeutet deklarativ? Deklarativ steht im Gegensatz zu imperativ für die Beschreibung eines Sollzustandes. Imperativ wäre sozusagen die Beschreibung, wie man über Befehle irgendwo hinkommt.
beziehungsweise nicht, wie man irgendwo hinkommt, sondern imperativ wäre eine Auflistung von Befehlen, deklarativ beschreibt einen Sollzustand und wir deklarieren im Umfeld von Kubernetes ja überwiegend über Manifeste, sogenannte Manifeste. Gucken wir uns nachher nochmal an. GitOps ist ein Pattern, was sozusagen Git-Repos als Source of Truth vorsieht. Ne? Also alles, was in Git, wir beziehen uns sozusagen, wenn wir dem GitOps-Pattern folgen, dann beziehen wir uns auf Git-Repos. Das, was dort rumliegt, nehmen wir sozusagen als Vorlage an. So, und ja gut, hier haben wir noch den Begriff Continuous Delivery. Sehr subjektiv würde ich mal sagen, das ist irgendwas, was Deployments automatisiert oder kontinuierlich ausliefert. CD im Sinne von Argo CD werden wir im Laufe des Vortrags kennenlernen, sage ich mal so. So. Bei der Entwicklung von Argo CD hatten die Entwickler die folgenden Motivationen im Hinterkopf. Und zwar ging es einmal darum, dass Konfigurationen möglichst oder dass Konfigurationen deklarativ sein sollten und im besten Falle versionskontrolliert sein sollten. Und ja, und Deployments sollten möglichst automatisiert stattfinden, nachvollziehbar sein und ja, das Ganze soll auch irgendwie auf eine benutzerfreundliche Art und Weise stattfinden, beziehungsweise auch irgendwie einfach zu verstehen sein. Es gibt einen Link zu der Dokumentation von Argo CD, ist hier angegeben, ja, klicke ich jetzt mal nicht drauf. Wir können uns aber mal ganz kurz die Architektur angucken und das läuft dann auf den gleichen Link hinaus. Das Ganze sieht so aus. Und zwar haben wir hier Argo CD, das ist das blaue Kästchen. Argo CD kommuniziert mit Git über Webhook-Events quasi. Wir haben einen User. Wir werden in erster Linie auf diesen User eingehen oder wir werden die Perspektive des Users einnehmen während des Vortrags. Und wir werden mit Argo CD über die UI und ein bisschen über die CLI kommunizieren. Okay, Argo CD wiederum kommuniziert mit irgendwelchen Clustern. Heute haben wir irgendwie ein Minikube-Cluster, mit dem wir kommunizieren. Also diese Aspekte, dass wir irgendwelche Anwendungen haben, die REST API anzapfen oder über gRPC mit der API kommunizieren, das habe ich mal ausgespart. Und auch die verschiedenen Optionen für Syncooks und App-Actions sind heute auch nicht vertreten innerhalb des Vortrags. So, wo sind die Folien? Da sind die Folien. Okay, Git. Kennt jeder. Ich glaube, es gab mal eine Umfrage vor 3 Jahren auf Stack Overflow und ich glaube, der Anteil von Git war 90% von den VCSen, also von den Versionsverwaltungssystemen. Ich glaube, man muss da auch nicht mehr viel drüber sagen. Das ist irgendwie allgegenwärtig. Die Folie ist einfach nochmal da, falls man so wirklich lost ist in der Hinsicht, aber muss ich jetzt eigentlich nicht größer drauf eingehen. Gleiches gilt vielleicht auch für Minikube, haben wir in den letzten Vorträgen auch immer wieder dabei gehabt. Es sei einfach mal heute dazu, ich sage einfach mal, was es ist. Es ist einfach ein Tool, für das sich dazu eignet, lokale Kubernetes-Cluster-Umgebung hochzuziehen. Benutzen wir heute, wir gehen jetzt nicht irgendwie, wir zapfen nicht remote irgendwelche Kubernetes-Cluster an. So. Das ist ein bisschen zu dem Hintergrund, ein bisschen zu dem allgemeinen Kram. Und jetzt kommen wir auch schon zum Setup und zu den Basics. Und zwar fangen wir damit an, Argo CD aufzusetzen. Das ist der Fahrplan dafür. Wir gehen gleich in die Konsole, also gleich wird es praktisch. Und ich lese aber einmal ganz kurz unser Kochrezept vor. Und zwar werden wir als erstes die notwendigen Kubernetes-Ressourcen für Argo CD erzeugen. Wir werden den API-Server exponieren, damit wir mit diesem sprechen können. Wir werden das initiale Passwort ermitteln, welches nach der Installation von Argo CD bereitgestellt wird. Ja, hier optional kann man auch noch irgendwas, kann man sich auch nochmal ein eigenes Passwort einrichten und das alte Passwort oder das Secret, was dazu gehört, irgendwie entfernen. Ich weiß auch nicht, ob wir das machen. Machen wir mal, glaube ich, nicht heute. Und dann haben wir Punkt 5. Das ist dann das Thema Argo CLI installieren. Das werde ich so ja ganz knapp umreißen. Und 6. haben wir noch diese Geschichte, dass wir mit der CLI uns dann irgendwie mit dem Argo CD API Server verbinden, um einfach mal nachzuweisen, ob das jetzt auch mit dem Passwort geklappt hat.
Und dann sind wir danach ready to go. Aber erstmal brauchen wir das Setup und wir fangen an mit der Praxis. Schauen wir uns erstmal um. Ich hoffe, das passt so von der Schriftgröße. Das ist jetzt die letzte. Ich kann jetzt noch ein bisschen höher schalten. Wenn jetzt jemand wirklich arge Probleme hat, kann ich mich danach richten. Gerne in den Chat reinschreiben. Ansonsten fange ich jetzt einfach mal an und vergrößere die Schrift im Nachgang. Ist auch also, im Monitor ganz gut zu erkennen, Malte. Ein Tipp noch für die Teilnehmer. Man kann die Bildschirmleiste auch noch ein bisschen größer ziehen. Wenn das nicht reicht, dann bitte kurz im Chat Bescheid sagen, wie Malte sagte. Ja. Können wir gerne interaktiv gestalten. Wir sind live, ne? Ist nicht aufgezeichnet. Also von daher ist der Modus genau für sowas auch gut, also für die Interaktion. So, wir schauen uns um. Und zwar habe ich einen Cluster vorbereitet, Minikube. Und das beweise ich, indem ich einfach mal kurz den Node angebe dazu. Und dieser Minikube-Cluster heißt ArgoCD. Entsprechend heißt auch der einzige Node, der Control Plane und Master ist, halt ArgoCD. Das macht Minikube so. Und wie man sieht, ist der Cluster uralt. Seit 10 Minuten gibt es den. Am Anfang hatte ich ein bisschen Probleme damit, tatsächlich diesen Cluster aufzusetzen. Sei es drum, jetzt funktioniert es offensichtlich. So, dann gehe ich mal kurz. Ich befinde mich in diesem Installationsordner und dort habe ich ein Skript hinterlegt, welches da heißt Install ArgoCD. Und da drin ist Folgendes festgehalten. Wir können einmal, also als erstes erzeugen wir einen Namespace, der ArgoCD heißt, um dort die ganzen Ressourcen, die wir für ArgoCD brauchen, reinzuschmeißen oder, sag ich mal, zu installieren. Das, wonach ich mich richte, ist ein Manifest, was ich mir tatsächlich irgendwie aus dem ArgoCD-Git-Repo gezogen habe. Ja, ich kann das mal ganz kurz zeigen, wie das hier in der Dokumentation eigentlich vorgesehen ist im Quickstart. Im Quickstart sagt man, ja, bitte einmal Namespace anlegen und dann hat man hier eigentlich genau den gleichen Befehl, nur dass man hier als File eine Seite referenziert, eine YAML in Git. Und diese habe ich genommen und modifiziert. Und wenn man jetzt da reinguckt in das Manifest, dann stellt man oben fest, ja, das ist eine autogenerierte File, bitte nicht editieren. Habe ich jetzt trotzdem gemacht. Ganz, ganz frech. Und zwar, um hier einfach mal den ArgoCD-Server zu exponieren, erreichbar zu machen. Und zwar hatte ich den Wunsch, irgendwie einen Vorwege schon einzustellen, dass ich über den Node-Port das Ganze erreichen kann. Da können wir jetzt mal ganz kurz da reingehen. Ja, nee, Moment. Das ist noch ABIC-Geschissel. Da sollte ich eigentlich was geändert haben. Genau, hier ist der Metrics-Server, den halt vergrößert, und hier ist der ArgoCD-Server. Und da habe ich hier tatsächlich als Type angegeben, dass es ein Node-Port bitte ist und das ist nachher der Node-Port, den ich anzapfen werde. Das ist meine Modifikation, die ich eingebracht habe. Bitte nicht nachmachen zu Hause. Gut. So weit, so gut. Oder so verwirrend. Wir werden das Ganze einfach mal deployen. So, jetzt werden da einige Manifeste halt, also einige Konfigurationen an den Cube API Server geschickt und der macht jetzt daraus was. Und erzeugt die entsprechenden Ressourcen innerhalb meines Namespaces. Wir können uns das Ganze mal angucken, zumindest was den Workload angeht, indem wir einfach mal kubectl-get-all eingeben. Und dann stellen wir fest, dass wir nichts sehen. Und woran liegt es? Ich habe den Namespace nicht angegeben. ArgoCD, da gucken wir nach. Okay. Und dann sehen wir, dass hier gerade schon was hochgezogen wird. Es werden einige Pods erzeugt. Und wir sehen auch, dass wir diesen ArgoCD-Server tatsächlich exposed haben als Node-Port. Das steht hier. Das ist meine Modifikation, auf die ich gerade eingegangen bin. Und dann haben wir ja hier einen Node-Port rumliegen. Wir können das Ganze nochmal angucken und vielleicht auch mal mit einem Watch versehen. Eigentlich müsste jetzt alles... Ja, brauche noch ein bisschen. Und damit es vielleicht ein bisschen übersichtlicher wird, gehe ich jetzt
Ja, guck mal, da fängt es schon an, ne? Hier ist schon was running, aber ich mache das mal übersichtlicher und beziehe mich einfach nur auf die Pods. Und dann sehe ich, okay, sieht doch schon mal gut aus, ne? Kommt nach und nach mal hoch. Redis ist da, Dex ist da. Und am Ende sollte der Server da sein. Da ist er. Sehr schön. Dann können wir den Watch mal ausmachen und wir gucken nochmal auf das Kochrezept. Okay. Die ersten beiden Schritte haben wir hinter uns. Wir müssen das initiale Passwort ermitteln. Und das ist auch dem Quickstart entnommen, den man von Argo, den man der Dokumentation entnehmen kann. Ich habe das Ganze einfach nochmal für mich auch aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Und zwar habe ich ein kleines Skript geschrieben. Das wird nachher auch bei GitHub aber eingecheckt für die Linux-User. Dieses große D, das ist ja meinem System angepasst. Ich benutze Mac und entsprechend ist es hier ein großes D. Ich glaube, der Wald- und Wiesen-Linux-User würde hier ein kleines D nehmen. Naja, für die Base64-Dekodierung. So, gut, geben wir mal ein, kriegen ein Passwort zurück. Das ist das Passwort, das initiale Passwort, was autogeneriert worden ist von Argo CD. Und das können wir jetzt benutzen, um uns mit dem Server zu verbinden. Und das können wir machen, indem wir erstmal herausfinden, über welche IP unser Node überhaupt erreichbar ist, weil, wie schon gesagt, wir versuchen, über einen Node-Port den Server anzuzapfen. Wie machen wir das? Wir fragen Minikube. Und wir fragen Minikube, wir listen uns einfach mal auf, welche Profile ich in Minikube irgendwie geladen habe. Und dann stelle ich fest, ich habe hier dieses Argo CD und da ist die IP dazu. Also die 192, 168, 99, 193, das ist die IP, über die ich mein Node erreiche. Das können wir jetzt schon mal eingeben hier, ne? Also das ist der erste Part. Und dann hatten wir noch irgendwie sowas wie einen Node-Port, den wir anzapfen wollten. Und der war hier. Den hatte ich, glaube ich, so festgelegt. Ich gucke noch mal lieber nach. Scheint nicht so zu sein. Didip. Didip, didip. Wo ist der? Genau, kubectl. Machen wir jetzt sofort hier mal vorne Argo CD. Get SHC. Und okay, da habe ich den Dreher drin, ne? Unschön. Das heißt, die 31.000 habe ich. Das ist alles begründbar hier. So. Dann sagen wir mal, ja, wir vertrauen uns mal selber und sagen, okay, hallo Argo CD. Mein Admin-User heißt Admin und das initiale Passwort wurde autogeneriert. Wie eben schon demonstriert und das hatten wir doch irgendwo mal ausgegeben. Hier ist es. Und damit loggen wir uns jetzt ein. Ja, das ist Argo CD. Und jetzt können wir, ich mache das einfach mal kurz. Das Passwort kurz updaten ist überhaupt nicht wichtig. Ist ein bisschen mehr Komfort vielleicht für die nächsten Schritte. Damit ist es auch getan. Jetzt haben wir ein anderes Passwort als das initiale. Admin 1234 tatsächlich. So, initiales Passwort ermittelt. Jetzt habe ich die Hälfte des Optionalen hier auch noch ausgeführt. Und dann haben wir noch vor uns Argo CD CLI installieren. Das habe ich im Vorwege auch schon gemacht. Wie macht man das? Ich kann mal zeigen, es gibt mehrere Wege, wie man das macht. Ich mache mal jetzt mal Argo CD. Genau, auf GitHub gibt es das. Und mit den Releases werden auch tatsächlich immer Binaries zur CLI ausgeliefert. Und die liegen dann hier so rum. Und davon habe ich mir tatsächlich hier das erste genommen für meinen Mac, Argo CD Darwin AMD 64. Und das habe ich mir, weil ich ein Python-User bin, in meine virtuelle Umgebung reingeflanscht. Also in den VM-Ordner rein, bin hier hingelegt, umbenannt und mit ChangeMod plus X halt executable gemacht. Das war mein Weg. Na gut, gibt noch andere Wege.
Ich glaube, über Brew zum Beispiel könnte man das auch machen. Ich weiß es nicht ganz genau, wie es mit den anderen Betriebssystemen aussieht. Notfalls geht es immer über die Binary. Gut, gucken wir uns nochmal um. Okay, Argus CD, CLI installieren, ne? Am Rande mal berührt. Und jetzt wollen wir uns mal mit der CLI einloggen. Also erstmal stellen wir fest, dass es die überhaupt gibt. Oder dass ich, na komm, hier nicht. Gehen wir die Zeile hier einmal clear. Und jetzt können wir erstmal eingehen, will ich erstmal wissen, ob ich überhaupt Argus CD, also ob ich die CLI überhaupt irgendwie aufrufen kann, stelle ich fest, wenn ich das einfach eingebe, kommt die Hilfe, also scheint es zu funktionieren. Und wir können uns einloggen beim Server, mit dem wir uns vorher jetzt über den Browser eingeloggt haben, mit Login. Wenn ich jetzt Login eingebe, dann gibt es ein paar Hinweise, wie ich mich vernünftig einlogge. Und hier steht eigentlich, wie das Ganze aussieht, und zwar Argus CD Login Server. So, das machen wir mal. Jetzt ist die Frage natürlich, was ist der Server? Na gut, wir haben mit dem Server ja schon gesprochen. Und zwar bin ich jetzt mal faul und mache einfach Copy-Paste. So sieht das aus. Das mal copy-pastet. Jetzt ersetzen wir mal den Server hier. Und sagen, ja, ist alles nicht so ganz sicher und so weiter und so fort. Aber wir vertrauen uns und loggen uns ein. Moment. So, ich habe eben Admin 1234 eingegeben. Das heißt, dass auch sozusagen das Ändern des Passworts irgendwie geklappt hat. So, was kann man jetzt damit machen? Ja gut, man kann Argus CD, ich glaube, irgendwie sowas machen. Und dann sieht man, okay, ich habe jetzt mir die Apps, Argo-Apps aufgelistet, mit denen wir gleich irgendwie hantieren werden. Und ich sehe natürlich, ja, ich habe noch nichts hier. Entsprechend ist die Liste leer, aber es wird schon mal angezeigt, welche Attribute irgendwie in dieser Liste auftauchen würden, wenn man denn welche hätte. Ja. Gut. Erster Schritt, Setup, Argus CD, alles da. Wir können unser Argus CD CLI verwenden und der Webservice funktioniert auch soweit. Gut, einmal wirklich zu den Basics. Und zwar werden wir jetzt einfach mal ein ganz einfaches Beispiel durchgehen. Wir werden als erstes mit Plain YAMLs hantieren und mit Plain YAMLs eine App füttern, eine Argus CD App. Und der Fahrplan sieht wie folgt aus: Namespace anlegen, namens Plain, in der Web UI irgendwie uns in die Web UI einloggen, haben wir ja bereits. Dann eine neue App anlegen, im Modus Manual, eine App synken, Service aufrufen, App editieren, App synken, Repo updaten, Refresh und Sync. Sagt einem noch alles nichts, ist erstmal egal, werden wir nämlich jetzt gleich sehen. Und das Ganze machen wir in, wie angekündigt, im Browser, rumgeklicke im Browser. Also, guck mal, wir müssen uns doch nochmal anmelden. So falsch ist der Punkt gar nicht. Gut, hier oben gibt es einen Punkt mit plus New App, da drücken wir drauf. Wir nennen das irgendwie so. Ach so, warte mal. Eine Sache habe ich ja noch vergessen. Ne? Das war diese Geschichte mit kubectl create an S-Plane. Also ein Namespace erzeugen, indem wir unsere App installieren, indem wir auch nachher letztendlich die Ressourcen hochziehen oder das Deployment hochziehen mittels Argus CD. Das brauchen wir erstmal. Wir können jetzt einmal umgucken, was wir noch an Namespaces hier rumliegen haben. kubectl, get, und dann sehen wir ja, okay, Argus CD haben wir, Default Namespace, so ein bisschen Systemquatsch, sage ich mal. Und dann haben wir Plain erzeugt, 17 Sekunden alt, das ist es, haben wir eben gebaut. Gut, unsere Applikation nennen wir jetzt mal Plain. Wir benutzen Basiseinstellungen, die in einem Projekt zusammengefasst sind. Ich nehme diesmal ein Default-Projekt. Ich habe das Thema Projects, Argo Projects in diesem Vortrag nicht berücksichtigt. Schon mal zur Warnung. Könnte man im Nachgang irgendwann mal machen. Habe ich heute rausgenommen. Okay. Eine Sync-Policy haben wir, und zwar manual. Also manuelles Syncen. Und dann haben wir schon auch die Repository-URL vom Git-Repo als Truth, als Source of Truth. Head, also da, wo der View drauf liegt. Und dann haben wir noch ein Path. Und zwar gucken wir uns mal an, überhaupt mit welchem Git-Repo wir es zu tun haben. Und zwar habe ich, das ist irgendwas von uns, habe ich angelegt. Und in diesem Git-Repo gibt es, also ausgehend vom Root-Verzeichnis, haben wir einen Ordner Plain.
Und im Ordner Plain sind zwei YAMLs drin, also zwei Manifeste, zwei in Manifeste gegossene Konfigurationen. Deklarativ also, beschreiben einen Soll-Zustand, der hoffentlich Ist-Zustand wird über ArgoCD. Und zwar besteht das Ganze einerseits aus einem Deployment, ein Replika, und zwar ist das einfach nur ganz, ganz simpel Nginx mit einer bestimmten Versionsnummer, wie man am Tag sieht. Und das andere, was wir doch dazu rumliegen haben, ist der entsprechende Service, der dazu passt. Ah, komm, da, genau. Deshalb habe ich auch die 31.000 genommen, weil es hier eventuell zu einer Kollision gekommen wäre. Sehr schön. Gut. Das liegt da bei uns rum. Das ist Plain YAML. Das sind wirklich einfach Manifeste und wie man sie auch irgendwie an die Kube API Server schickt, wenn man deklarativ Ressourcen in Kubernetes hochziehen möchte. Das ist unsere Grundlage. Wo ist mein Webbrowser? Da ist mein Browser. Okay, gut, alles klar. Wie heißt der Path? Plain. So heißt der Ordner. Meine Cluster-URL ist mein aktueller Cluster, auf dem ich mich bewege, also der ArgoCD-Cluster in Minikube. Und Namespace, wo das Ganze hin deployed werden soll, also die Destination, ist ein Plain, haben wir gerade angelegt. Und ansonsten passt das so für mich. Dann drücke ich auf Create, dann wird das Ganze erzeugt. So, jetzt haben wir tatsächlich hier so ein Feld, das stellt eine App dar, da können wir jetzt draufklicken. Und dann sehen wir schon, dass ArgoCD erkannt hat, hey, okay, da sind zwei Kubernetes-Ressourcen enthalten in meinem Git-Repo unter dem bestimmten Pfad, unter dem definierten Pfad. Und zwar haben wir tatsächlich den Service und einmal das Deployment. So wie wir das auch gesehen haben, das wurde jetzt automatisch erkannt. So, witzig ist, dass wir jetzt, ich gucke mal frecherweise in weiser Voraussicht einfach schon mal, was hier in unserem Namespace passiert. watchkubectl-n für Namespace. Namespace ist plain. Und was haben wir noch? Wir haben kubectl-n plain und dann kommt get all. Das wäre Service und Pods. Dann sehen wir natürlich, dass wir erstmal keine Ressourcen haben. Das ändern wir jetzt aber, indem wir einfach sagen, okay, gut, wir haben jetzt eine ArgoCD-App und die weiß schon Bescheid, hat aber aktuell den Zustand out of sync. Hier oben gibt es einen Button, der heißt Sync und da drücken wir jetzt mal drauf. Und dann stellen wir fest, dass wir erstmal noch ein paar Sachen hier einstellen können, zum Beispiel welche Ressourcen wir synchronisieren wollen. Passt für mich alles, gibt natürlich noch verschiedene weitere Einstellungen, die ich jetzt aber nicht thematisieren möchte. Einfach Default-Einstellung, einfach Synchronize, bumm, zack. Fängt an zu arbeiten, hier passiert schon was, schnell rüber und dann sehen wir schon, okay, gut. In meinem Plain-Namespace passiert ja automatisch was und zwar habe ich tatsächlich den Service gibt es schon, der ist tatsächlich auch beim bestimmten Node-Port da und jetzt ist auch das tatsächlich mein Nginx-Pod da, dazu gehöre ich natürlich das Deployment und das Replica-Set. Also eigentlich habe ich nur das Deployment irgendwie als Manifest vorliegen gehabt, aber zu einem Deployment gehört eine Reihe von Replica-Sets und zu Replica-Sets gehört ein Pod. Oder mehrere. Ne? Gut, gucken wir uns das mal in der Web-UI an und dann sehen wir, dass wir genau das hier auch irgendwie vorliegen haben. Hier ist es noch irgendwie so ein bisschen so, dass er hier noch so ein bisschen am Laden ist. Scheint noch nicht ganz ready zu sein. Hier, ja, okay. Die Konsole ist etwas schneller. Hier, der hängt noch ein bisschen nach. Okay. Wir haben ja irgendwie sowas wie. Ja, so eine Adresse hier oben. Aber egal. Erstmal gucken wir uns das oben an. Also erstmal stellt ArgoCD an, okay, App Health is healthy. Es gab eine Synchronisierung. Und zwar ist der Zustand, der sozusagen in der Kube API abgebildet ist, entsprechend dem Zustand der Source of Truth. Und zwar ist das natürlich das Git Repo. So, und Sync scheint auch okay zu sein. Cool. Mal gucken, ob wir Nginx erreichen können. Das war Node-Port. Ja, super, ist da. Ne? Alles da, funktioniert, klasse. So.
Ja, kommen wir nochmal. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Okay, wir haben den Service aufgerufen. Jetzt können wir mal die App editieren. Und die App editiere ich jetzt einfach mal ganz, ganz frech. Nee, die App editiere ich nicht, sondern ich editiere jetzt einfach mal das Deployment. Das ist nicht die App. Mache ich mal so. Und zwar mache ich das mal so ganz hässlich. Ich stelle mir einfach vor, ich bin Entwickler und spiele jetzt ein bisschen rum mit irgendwelchen Parametern. Und ich verliere mich da drin im ganzen Rumprobieren. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht passieren, weil ich doch sehr genau weiß, was ich mache, aber kann ja, ja, man stelle sich vor, es passiert. So. Deployment, nee, Edit, erstmal, genau, der Befehl. Dann haben wir das Deployment, was wir ändern möchten, und wir haben nur ein Deployment da drin, das ist das Nginx-Ding. Dann haben wir hier das Manifest und wir sind einfach mal so frech und stellen die Replicas auf 3. So, jetzt haben wir tatsächlich 3 Replicas. Glauben wir mir? Gucken wir uns das mal an. Get, der Befehl hier. Get pods. So, und jetzt sehen wir, okay, ne, seit ein paar Sekunden habe ich noch 2 zusätzliche Nginx pods irgendwie hinzugefügt zum ganzen Deployment. Ja, was heißt denn das für Argo CD eigentlich? Was sagt Argo CD dazu? Argo CD sagt dazu, out of sync. Ja, also Moment, der Zustand, ne, den du da hast, irgendwie in deinem Namespace, entspricht wirklich überhaupt nicht, oder nicht überhaupt nicht, aber entspricht auf jeden Fall nicht in voller Gänze irgendwie dem, was irgendwie in der Source of Truth vorliegt. Und deshalb sagt mir Argo CD Bescheid. Ja, das, so stimmt das nicht hier, ne? Also, weißt Bescheid. Wenn ich jetzt rumprobiere, mich verliere, keine Ahnung, und nicht mehr weiß, was irgendwie ursprünglich war, gibt es diesen Zauber-Button und das ist der Sync-Button. Und zwar kann ich mit dem Sync-Button wieder den Zustand herstellen, der in meinem Git-Repo deklariert ist. So, darf ich synken? Ja, guck mal, das grüne Häkchen ist bei dem Service, der hat sich nicht geändert, aber das andere hier unten, das scheint irgendwie out of sync zu sein. Ich synchronisiere einfach mal alles. So, was passiert? Das sieht man hier, ich bleibe mal diesmal in der Web-UI. Die beiden Pods hier werden abgerissen. Bumm. Und weg sind sie. Das heißt, wir haben jetzt wieder gesynkt und meine Änderungen sind rückgängig gemacht worden. Ja, da, also man merkt schon, mit Argo CD hat man eine gewisse Kontrolle darüber, was eigentlich mit den Ressourcen los ist, die man mit der App irgendwie verbunden hat. Okay. Haben wir jetzt mal gemacht. Der andere Weg ist natürlich, also wie kann es auch noch dazu kommen, dass Out of Sync eintritt? Das kann natürlich sozusagen hervorgerufen werden, indem sich das Repo weiterentwickelt hat. So, und das machen wir jetzt mal. Wir spielen eine kleine Änderung ein. Und zwar gehe ich dafür mal hier raus. Ich habe tatsächlich das Repo geklont. Und zwar ist das ja dieses Argo CD Examples. Da gucken wir uns mal um. Gucken wir uns mal den Git-Status an. Ich mache mal Git Pull und ziehe mir dann das, was ich da habe. Aber ich bin auch auf jeden Fall im falschen falschen Branch. Also ich gehe da nochmal auf den Master. Also Main. Git, Checkout, Main. Ich simuliere jetzt ein bisschen das Arbeiten mit. Also da gab es sogar eine kleine Änderung. Gut, wir gehen jetzt mal so rein. Das Arbeiten mit Git habe ich jetzt mal, simuliere ich jetzt mal ein bisschen. Wir machen eine minimale Änderung. Und zwar denken wir uns was Verrücktes aus. Ah, ich gehe mal ins Deployment rein. Und wir haben ja vorher Replicas 1 gehabt und haben ja uns dazu gezwungen, irgendwie, als wir 3 aufgesetzt haben, auf 1 zurückzuspringen. Wir machen das jetzt einfach mal so. Bitte, Source of Truth. Ich möchte wirklich standardmäßig jetzt eine Replicas-Anzahl von 3 haben. Das speichere ich jetzt. Ich mache jetzt aber nochmal einen Branch auf. Ne? Also geht ja nicht, dass ich einfach Push to Main mache. Git Checkout minus B. Und das ist 3, ja, Replica, und ein Doppel-P, meine Tastatur hakt. So, jetzt sind wir in diesem Branch, gucken uns den Status an. Status sagt, okay, wir haben eine Änderung hier. Ich sage, super, nehme ich. Ich sage, bitte das Ganze committen. Ich bin damit fein. Increase Replication. So, meine Commit-Message. Status abfragen. Git
Status. Und dann gibt es nichts zu committen, es ist alles da. Ich push das Ganze. Und da es den Branch noch nicht gibt, lege ich auf den Branch irgendwie, auf dem Server an. Und den gibt es jetzt. Dann gehe ich, ihr kennt das sicherlich oder auch nicht, aber da muss man jetzt mal kurz hinnehmen, dass es Arbeiten mit Git. Ich gucke mich mal um in meinem Repo und stelle fest, dass es Increase Replica Count jetzt gibt als Branch. Da kann ich jetzt irgendwie mich umgucken, kann mal kurz bei Plain reingucken und sehe, dass hier tatsächlich die 3 da ist statt der 1. Das ist eine Änderung. Die muss ich aber in Main wirksam machen, damit ich irgendwie drauf reagiere, also damit ArgoCD drauf reagiert, weil ich das ja für meine App so eingestellt habe. Das heißt, ich muss einen Merge initiieren. Genau. Also von daher möchte ich gerne meine Änderung Increase Replica Count rein einspielen in Base Main. Und das mache ich jetzt einfach mal, indem ich einen Pull Request erstelle. Gut, ne? Erstelle ich ohne Comment, ganz böse. Einfach dreckig jetzt mal. Und ich merge das Ganze auch gleich. Ich bin allmächtig hier und mache das einfach mal. Okay, Commit Merge. Confirm Merge. Okay, passt. Gut. Gucken wir uns das nochmal an, was das jetzt bedeutet. Wir sind im Main. Wir gucken bei Plain rein, wir gucken ins Deployment rein und stellen fest, cool, meine Änderung aus dem Branch ist eingespielt worden in Main. So, was sagt ArgoCD dazu? ArgoCD sagt folgendes, ich refreshe einmal und dann sagt ArgoCD, nee, du bist out of sync. Also das, was du da hast, ist auf jeden Fall nicht das, was ich in der Source of Truth gefunden habe. Das weicht jetzt irgendwie ab. Du hast nämlich nur einen Pod hier. Ne? Gut, was können wir machen? Wir können zünden. So, und da steht natürlich wieder bei Deployment, das ist out of sync. Wenn ich jetzt synchronisiere, führt das dazu, dass tatsächlich die beiden Pods hier hochgezogen werden. Und bumm, sind sie da. Können wir uns auch nochmal Konsole, also wir checken das nochmal in der Konsole ab, ob das auch wirklich der Fall ist. Plain, get Pods und dann sehen wir 3 Nginx Pods. So. Das ist so eigentlich die Basisanwendung, ne? ArgoCD, was macht ArgoCD? Synced. Bezieht sich auf Source of Truth. Wir können Änderungen, die wir irgendwie manuell vorgenommen haben, rückgängig machen. Und wir können Änderungen, die wir in einem Git-Repo einspielen, halt also manuell synken mit unserem Zustand hinsichtlich unserer Ressourcen, die wir im Cluster haben. Gut. Das sind die Basics. Und jetzt habe ich 2 Szenarien. Das erste ist halt, dass man natürlich auch mit Helm arbeiten kann. Das ist ein, sag ich mal, ein prominentes Feature von ArgoCD. Wir machen Folgendes dazu. Wir ziehen uns einen Helmchart aus dem Bitnami-Bereich, also oder ein Bitnami-Helmchart, ein populäres Repo für Charts, eine populäre Sammlung von Charts. Wir werden dafür erstmal Namespace anlegen. Wir werden uns in der Web-UI einloggen. Wir werden eine neue App anlegen, die sich aber auf dieses Helm, auf dieses Repo bezieht mit den Helmcharts drin. Wir werden die App synken und den Service aufrufen. So, das ist das Kochrezept und das machen wir jetzt mal schnell. Das geht ziemlich fix. Also erstmal legen wir uns mal kurz nochmal den Namespace an, wo es hingehen soll mit den Ressourcen. Also kubectl-helm und dort gibt's ja noch nicht. Also create namespace helm. So, ist erzeugt. Das ist das erste. Und dann gehen wir mal hier zu den Apps, erzeugen eine neue App. Nennen wir gemäß der Konsistenz helm mit den Rahmenbedingungen des Projektes default. Wir haben eine sync policy, die manual ist. Wir haben eine repository URL, die so aussieht. Ja, ganz cool. So, der Witz ist, wenn wir jetzt Path öffnen, erkennt ArgoCD schon mal automatisch, was es da für Helmcharts irgendwie gibt in den Unterordnern. Und das ist schon ziemlich cool, finde ich. Das ist ein cooles Feature. Kann natürlich auch andere Services und so weiter und so fort. Und wir nehmen uns jetzt einfach mal was raus, total spontan. Die MongoDB, die Florian so gerne mag. Und wir verwenden natürlich wieder unseren Cluster, auf dem wir uns bewegen. Wir haben einen Namespace, der da heißt Helm, haben wir gerade angelegt. Und hier unten können wir in dieser Helm-Rubrik
die ganzen Values, die in der Values-YAML rumliegen, können wir überschreiben. Und das ist relativ komfortabel. Also ArgoCD liest die Values-YAML aus und projiziert die hier in den Webservice rein. Und wir können jetzt hier einfach uns ja, so durchbrowsen und gucken, was wir gerne ändern möchten. Also ich möchte zum Beispiel nichts mit Passwort haben. Das ist sonst nervig. Und das finde ich dann irgendwie hier. Auth enabled setze ich auf false. Und ich möchte gern, dass der Service irgendwie anders erreichbar ist. Und zwar auch über Node-Port. Ich habe heute große Sympathien für den Node-Port. Ja, Service-Type Node-Port. Und jetzt müssen wir noch den Service Node-Port angeben. Und der muss in der Range der Node-Port sein. Und ich schlage mal das vor. 30.017. So. Noch was vergessen? Nein, ich erzeuge das Ganze. Multiple Application Sources Defined Helm Directory. Habe ich hier irgendwo Quatsch gemacht? Also, Application Name? Yes. Project? Yes. Add MongoDB Namespace? Ich mache es nochmal. Manchmal verschluckt er sich aus irgendwelchen Gründen. Hatten wir gestern auch schon, vorgestern auch schon. So, Repository URL. Und der Pfad war Mongo. Mal sehen, ob er Mongo findet. Da ist Mongo, genau. Dann haben wir hier den Namespace, Helm. Und dann war das hier auf jeden Fall mit dem false. Und hier weiter unten waren wir irgendwie zugange mit Service Type und Node Port. Und das möchte ich jetzt haben. Ja, scheint zu klappen. Also manchmal, ja, kann ich mir das auch nicht ganz erklären, warum man manchmal Probleme hat oder warum man manchmal so diesen Schluck aufbekommt. Aber jetzt ist er auf jeden Fall dabei, da diese App anzulegen. Da ist sie auch schon. Jetzt steht da noch nichts, da steht einfach nur Helm. Drei Parameter sind überschrieben, steht hier ganz klein. Das kann man wahrscheinlich nicht sehen. Aber jetzt hat er schon mal ausgelesen, was im Repo rumliegt. Und das ist so die Situation, die wir vorfinden. Und zwar haben wir, das ist ein Volume Claim, ein Service Account und ein Deployment. Und ja, das, was Sie jetzt machen können, ist tatsächlich, wir drücken jetzt einfach mal auf Sync. Bumm. Synchronisieren. Und dann marschiert er los. Wir können das Ganze auch nochmal in der Konsole verfolgen. Und zwar machen wir das mit Cube. Ja, kennen wir ja, ne? Quatsch, kubectl. Warum geht meine Autocompletion nicht? Helm. Watch kubectl minus helm get all. Get all. Da. Und dann stellen wir fest, okay, gut. Wir haben jetzt hier einen Pod, der ist jetzt auch mittlerweile running, aber noch nicht ready. Jetzt ist er ready. Jetzt müsste unsere MongoDB erreichbar sein. Wie zapft man eine MongoDB an? Man benutzt Compass zum Beispiel. Ist einigermaßen, das ist ein Client für Mongo. Und ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht. Verbotener, nicht verbotenerweise, sondern legalerweise. Und zwar habe ich mir mal eine Notiz gemacht, wie so eine URL aussieht. Eine Mongo-URL. Und zwar ist das hier bestimmt bei, nein, ist das hier bestimmt bei Examples drin. Mongo-URI, genau. So sieht das ungefähr aus. Ich weiß, dass da noch ein Fehler drin ist. Ich will eine neue Connection haben. Ich füge das ein, aber meine IP stimmt noch nicht ganz. Und zwar ist das ja diese 193. Dann connecten wir uns. Dann erzeugen wir eine Datenbank. Die heißt DeepTalk. Heute kann ich nicht gut tippen. Collection Name Data natürlich. Dann gehen wir in die Datenbank rein und erzeugen hier einfach mal einen Eintrag.
um zu gucken, ob es funktioniert, prinzipiell das Schreiben. Und dann machen wir hier einfach mal Name. Dann machen wir Argo CD. Und dann machen wir noch irgendwie sowas wie Argo CD. Und dann machen wir noch eine Nummer. Jetzt mal Deutsch. Nehmen die 8. Macht jetzt keinen Sinn. Aber wir haben auf jeden Fall einen Eintrag in unserer MongoDB irgendwie erzeugt. Gut, das ist das mit Helm. Es gibt noch ein anderes Szenario, was ich mitgebracht habe. Das letzte Szenario. Und das ist das Szenario, dass wir jetzt eine App erzeugen wollen. Und zwar benutzen wir wieder unser Plain YAML-Beispiel, was wir bei den Basics irgendwie schon behandelt hatten. Und deployen das Ganze auf einem externen Cluster. Und zwar so, dass die Änderungen in diesem Git-Repo automatisch eingespielt werden. Also wir drücken jetzt nicht mehr auf diesen Sync-Button, sondern das passiert automatisch. Ja, was machen wir dafür? Namespace Plain Automatic anlegen. Und zwar auf dem Remote-Cluster, auf dem externen Cluster. Wir werden halt irgendwie den externen Cluster hinzufügen in unser Argo CD. Wir werden uns in die Web-UI einloggen und dort eine neue App anlegen. Allerdings mit der Einstellung Automatic. Und wir werden das Git-Repo nochmal updaten. Gut, machen wir einfach mal. Und dann sind wir auch schon durch, glaube ich. Aber wir haben jetzt ein bisschen was vor uns. Okay, was machen wir als erstes? Wir verbinden uns erstmal mit einem anderen Cluster. Im Augenblick sind wir verbunden mit kubectl, also wenn ich jetzt getNodes angucke, dann steht hier in ArgoCD, das wollen wir nicht, deshalb ändere ich die kubeconfig. Und zwar ändere ich den Current Context in ArgoCD External. Das ist nämlich der Cluster, das ist nämlich mein Kontext, über den ich den anderen Cluster erreiche. So, wenn ich jetzt das hier irgendwie aufrufe, stelle ich fest, okay, jetzt steht da in ArgoCD External. Gut, als nächstes steht auf dem Plan Namespace anlegen, kubectl create, so, plain automatic, ist angelegt, super, gut. Nächster Schritt ist, extern Cluster hinzufügen zu Argo CD. Okay, wir sind ja hier, glaube ich, immer noch mit Argo CD verbunden, also die CLI ist noch mit meinem Server verbunden, Argo CD. Und dann war das irgendwie sowas wie AppList, können wir machen. Und dann sehen wir jetzt auch tatsächlich, da kommt jetzt was zurück. Wir können jetzt aber auch andere Cluster hinzufügen. Und hier ist ein bisschen angedeutet, wie der Befehl aussieht. Argo CD Cluster Add und dann den Kontext. Gut. Argo CD Cluster Add und mein Kontext heißt Argo CD External. So, ja, ich bin damit zufrieden. Und Argo CD CLI legt für mich jetzt einen entsprechenden Service-Account an und Cluster-Role und Cluster-Role-Binding, damit mein Argo CD auf diesem Cluster, auf dem externen Cluster, was machen kann, und zwar über diesen Service-Account. So, jetzt bin ich ermächtigt, dass tatsächlich über diesen, also ist dieser Cluster, auf dem ich mich bewege, also mein Argo CD-Cluster, ist berechtigt, auf über Argo CD auf dem Argo CD External Cluster was zu deployen. Das ist super. Gut. Was kommt als nächstes? Wir erzeugen uns eine App. Und zwar New App. Wir nennen das Ganze mal Plain Automatic. Eigentlich ist das auch noch external, aber ich mache das mal kürzer. Project ist das gleiche. So, Sync Policy, ganz wichtig. Automatic. Ja, hier war das auf jeden Fall. Dann brauchen wir nochmal hier das Git-Repo mit dem Plain YAMLs drin. Plain YAMLs drin. Da haben wir es. Mein Unterordner war Plain nach wie vor. Meine Cluster-URL. Destination. Und dann sehen wir, dass wir jetzt tatsächlich was hinzugefügt haben. Wir haben einen weiteren Cluster hinzugefügt. Das ist mein Argo CD External Cluster. Den wählen wir aus. Namespace ist hier tatsächlich Plain Automatic. Automatic. So, nichts sonst. Create. Wow. Plain Automatic. So, und dann sieht man schon, ist sofort gesynkt worden. Ne? Wir haben jetzt nicht auf den Knopf hier drauf gedrückt, sondern es ist sofort gesynkt. Ich glaube,
dieses Git-Prozedere, ach komm, das machen wir nochmal. Ich weiß, das ist irgendwie so ein bisschen, aber na gut. Also, machen wir das nochmal. Also, wir haben jetzt hier, wir gehen jetzt nochmal bei Git rein. Also in unser Git-Repo, was wir lokal geklont haben. Moment. ASD, didip. Und dann argo cd examples. Da ist es. So. Wir sind auf increase replica count. Okay, das machen wir jetzt mal, ändern wir jetzt mal. Wir gehen jetzt erstmal zurück auf main. Wir checken main aus. Wir pullen uns den letzten Stand. Ganz wichtig. Vergiss noch immer wieder. Dann erzeugen wir einen neuen Branch und checken ihn aus und nennen ihn einfach latest. Ne? Checkout, late, git, checkout, minus n ist falsch, minus b für einen Branch erzeugen, neuen Branch, latest gewechselt, der auch gleichzeitig erzeugt worden ist. Und dann gehen wir da mal rein und ändern jetzt die Version hier hinten vom Deployment, also das Image, was wir jetzt verwenden für das Deployment, ändern wir mal auf latest. Das ist ein bisschen neuer. Und dann können wir natürlich die Änderung sehen mit Status. Machen wir natürlich git add Punkt, git commit, die Commit-Message nicht vergessen, latest version, ist committed, git push, dann gibt es einfach nochmal diesen Befehl zurück. Der ist dann da, ist hochgepusht, gehen wir ins Repo rein, gucken uns einfach mal um, was wir hier so haben. Wir haben hier, na komm schon, so, latest. Und in latest haben wir tatsächlich diese Änderung drin. Und zwar haben wir hier latest stehen, statt dieser 1.21.1 oder so, was wir da hatten. Und dann erstellen wir wieder einen Pull Request. Dieser geht von, na, komm schon, ja, genau. Geht von latest nach main. Sieht gut aus. Create Pull Request. Ohne Kommentar, böse. Einfach sofort gemerged, confirm merge. Ja, alles klar. Und dann kann es losgehen. Also beziehungsweise gucken wir doch mal, was hier in der App passiert. Und zwar wird hier alles eingerissen, glaube ich. Nee. Wir refreshen. Ah ja, okay, gut. All das Refreshen ist unerheblich tatsächlich. Bei diesem Automatic ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend gewesen. Aber das, was jetzt passiert ist, dass ein neues Replica-Set erzeugt worden ist, welches halt irgendwie Pods mit einem anderen Image verwaltet. Und das ist das, was jetzt hier gerade passiert. Es wird einfach wird für die bestehenden Pods das Image ausgetauscht. Beziehungsweise die bestehenden Pods werden weggeschmissen und es werden neue Pods erstellt mit dem neuen Image. Und dann sind wir jetzt auch fertig damit. So, der Witz ist halt, wenn wir in Applications gucken und jetzt bei Plain gucken, dann sehen wir, wenn wir jetzt hier für Refreshen, out of sync, ne? Passiert nicht automatisch, also syncen wir hier auch nochmal. Und dann passiert genau das Gleiche, was wir auch eben vorhin bei dem anderen hatten. Okay. Wir haben noch eine Zusammenfassung. Die ist kurz. Was haben wir heute gemacht? Wir haben ArgoCD installiert. So, eigentlich so, wie man es auch macht tatsächlich. Wir haben uns zwei Clients angeguckt. Einmal die Web-UI, einmal die CLI. Wir haben uns zwei Quellformate für Manifeste angeguckt. Und zwar haben wir wirklich Plain YAML angeguckt und einmal Helm, womit wir auch ein bisschen, sag ich mal, Values überschreiben konnten, also auch konfigurieren konnten. Wir haben uns angeguckt, wie ArgoCD umgeht mit dem internen Cluster und auch mit externen Clustern. Und wir haben die beiden Betriebsmodi Manual und Automatic betrachtet. Und das ist das, was wir heute gemacht haben. Ich hoffe, es ist so ein bisschen deutlich geworden, wofür es gut ist, diese ArgoCD-Geschichte, also dieses Referenzieren von Git-Repos als Source of Truth. Wie geht es weiter? Ich vermute mal, dass es weitergeht mit dem Thema Kafka.
mit der Kafka-Serie und dass wir dann in die Anwendung von Kafka gehen, und zwar innerhalb eines Kubernetes-Clusters. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Vielleicht ist auch noch aus dieser Argo-CD-Geschichte noch was rauszuholen, und ganz vielleicht wird auch vielleicht das Thema Velero eine Rolle spielen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Meine Vermutung ist, also mutmaßlich ist es die Fortsetzung der Kafka-Serie, so wie es dort steht. Gut. Das ist der Link zum GitHub-Repo. Das ist, sind die Links zu Argo-CD. Und hier ist auch nochmal, sind nochmal Bitnami-Helmcharts referenziert und unten nochmal zwei Links, ja, zu unserer Meetup-Gruppe. Und falls ihr Feedback, Anregungen, Themenvorschläge habt, ist da auch noch unsere E-Mail angegeben, die von uns allen, die E-Mail-Adresse, die von uns allen gepflegt wird. Und ich glaube, das war's. Das ist ein bisschen länger geworden. Aber wir können jetzt auch die Aufnahme stoppen, finde ich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.